Wir geben Sie uns was Drinks, S und T, über demselben Alphabet. Gesucht sind alle Vorkommen von T in S. Konkretes Ergebnis soll eine geordnete Sequenz R sein, Every Result, in der die Anfangspositionen aller Vorkommen aufsteigend gespeichert sind. Wir nehmen dasselbe Beispiel wie beim Simple String Matching. Was beim Simple String Matching erzählt wurde, wird hier jetzt aber nicht noch einmal wiederholt. Die aufwendig zu verwaltende Kandidatenmenge groß I aus dem Simple String Matching kann durch eine einzige natürliche Zahl Q ersetzt werden, die Länge des längsten aktuellen Kandidaten. Wenn es keinen Kandidaten gibt, ist Q gleich 0. Vor der ersten Iteration ist Q natürlich 0. Entscheidend ist, in jeder Iteration hängt der neue Wert von Q nur vom alten Wert von Q und vom aktuellen Zeichen ab. Dafür wurde vorab im Preprocessing ein Lookup-Table gebaut, wo der neue Wert von Q einfach als ein Eintrag zu finden ist. Wie das genau funktioniert, sehen wir uns jetzt an. Zu Beginn der ersten Iteration ist der Wert von Q erst einmal 0, das erste Zeichen von S ist ein G, also steht der neue Wert von Q in der Tabelle am Eintrag von Q 0 und G. Hier steht eine 1 und das ist ja auch korrekt. Die Table-Einträge lassen sich wie unten gezeigt durch einen Zustandsautomaten darstellen. Jeder Zustand steht für einen Wert von Q, also 0, 1, 2 und 3. Von jedem Knoten gehen Pfeile aus, die mit den Zeichen des Alphabets beschriftet sind. Von jedem Zustand und für jedes Zeichen muss genau ein Pfeil von diesem Zustand ausgehen. Wobei ein Pfeil auch mit mehreren Zeichen beschriftet sein kann, wie etwa der Pfeil von 2 nach 0. Jetzt ist Q gleich 1 und das aktuelle Zeichen ist A. Der Tabelleneintrag von 1 und A ist 2. Korrekt. Ähnlicher Fall, Q ist gleich 2 und das aktuelle Zeichen ist ein G. Der Tabelleneintrag von 2 und G ist 3. Korrekt. Jetzt ist Q gleich der Länge von T. Dies zeigt an, dass der längste Kandidat vollständig gefunden wurde. Seine Anfangsposition soll also in R gespeichert werden. Die hat der Algorithmus sich zwar nicht gemerkt, aber sie ist leicht zurückzurechnen. Aktuelle Position minus Länge von T plus 1, also in diesem Fall Anfangsposition 1. Nach Q gleich 3 folgt bei Zeichen G wieder Q gleich 1. Korrekt. Falsches Zeichen, also Q gleich 0. Noch ein falsches Zeichen, Q bleibt 0. Wieder dieselbe Situation wie in der allerersten Iteration. Q ist 0, das Zeichen passt, also ist Q ab jetzt gleich 1. Wieder dieselbe Situation wie in der zweiten Iteration. Q steigert sich von 1 auf 2. Und dieselbe Situation wie in der dritten Iteration. Wieder ist Q gleich 3, gleich der Länge von T. Die Anfangsposition 7 kommt also nach R. Und so weiter. Und so weiter. Noch ein vollständiger Kandidat und der Algorithmus ist fertig. Gegeben sind zwei Strings S und T über demselben Alphabet. Gesucht sind alle Vorkommen von T in S. Ein Vorkommen von T in S ist ein Substring von S, der identisch mit T ist. Kodiert werden soll das Ergebnis als eine Sequenz, in der die Anfangspositionen aller Vorkommen von T in S in aufsteigender Reihenfolge enthalten sind. Der Algorithmus ist iterativ. Nach I größer gleich 0 Iterationen gibt I die aktuelle Position in S an. Die Ergebnissequenz groß R enthält in diesem Moment alle Vorkommen von T in S, die vollständig im Indexbereich 1 bis I von S liegen. Die Hilfsvariable Q enthält die Länge des längsten Kandidaten, also des längsten Präfixes von T, das zugleich Suffix des Substrings von S im Indexbereich 1 bis I ist. Die Invariante garantiert, dass am Ende, wenn I gleich der Länge von S ist, die Ergebnisliste genau aus allen Vorkommen von T in S besteht. Nicht mehr und nicht weniger. Damit die Invariante von Anfang an gilt, sind beide Sequenzen zu Beginn leer. Um die Invariante durchzuhalten,
wird in der Eden-Iteration geschaut, ob Q gleich der Länge von T ist. Falls ja, kommt die Anfangsposition nach groß R. Zur effizienten Aktualisierung von Q wird im Preprocessing eine Lookup-Table berechnet. Der neue Wert von Q steht im Tabelleneintrag zum aktuellen Wert von Q und zum aktuellen Zeichen. Das funktioniert, weil der neue Wert von Q tatsächlich nur vom alten Wert von Q und vom aktuellen Zeichen abhängt. Anzahl der Iterationen ist gleich Länge von S. Jede Iteration hat konstante Laufzeit. Ohne Preprocessing ist die Laufzeit also asymptotisch Länge von S. Im Preprocessing wird die Lookup-Table berechnet. Die Table ist Länge von T kreuz Anzahl Zeichen im Alphabet. Jeder Eintrag kostet Länge von T zum Quadrat Laufzeit. Insgesamt kostet das Preprocessing also asymptotisch Länge von T hoch 3 mal Anzahl Zeichen im Alphabet.